Und herzlich willkommen hier zu Dragon City, hier auf meinem Kanal Drachenkönigin 1000. Warum ich jetzt noch eine Folge hochlade, ich weiß gar nicht, wieso ich das mache. Nicht nur diese Insel, die letztes in meiner letzten Folge vor, weil das war viel, ich glaube, das war vor 4 Tagen, uns angesehen haben. Nicht nur das, denn wir gucken, wir schauen, denn wir platzieren einen neuen Drachen, und zwar kein besonderer Drache. Nicht ganz gewöhnlicher Drache, sondern ein ganz besonderer Drache. Hat was mit den Legenden von Deus zu tun. Jetzt aber erstmal hier. Legenden von Deus. Kugeln. Dich fehlen ein paar Kugeln für den Drato-Drachen. Wenn du nicht alle 5 Kugeln für den Drato-Drachen sammeln konntest, mach dir keine Sorgen. Behalte deine bisherigen Kugeln, und im nächsten Ereignis gibt es dann weitere. Genau. The Flashover Sonderangebot hier. Nicht nur das, sondern Sammeltage. Bleib dran für ein cooles Ereignis. Möchtest du ein paar Sammlungen vervollständigen? Bald startet ein Ereignis, das dir genau das ermöglicht. Dann gibt es hier noch ein Kombo-Paket. 2 exklusive Drachen, das des reinen Elements mit Mega-Rabatt. Und zwar hier einmal den Ozondrache und einen Eismonsterdrachen. Lecker! Ja, ihr seht schon, es ist ein. Einige neue Drachen werde ich auf jeden Fall euch zeigen, die ich mal platziert habe. Das hoffentlich macht euch keine Sorgen. Jetzt erstmal allerdings, genau hier. Ich habe den Apache-Drachen ausgerüdet. Tut mir leid, dass es nicht in der Folge war, aber ich konnte es zu der Zeit leider nicht aufnehmen und deswegen konnte ich es leider nicht machen. Habe ich ihn bekommen. Ich habe noch jemanden bekommen, und zwar noch den Shakespeare-Drachen. Ich konnte den leider auch nicht, in eine Folge reinbringen, leider, aber dafür kommt eine ganz bestimmte Sache. Und zwar, Leute, nicht nur das, Freunde, sondern als allererstes. Mist. Das war eine ganz doofe Idee. Naja, doofe Idee nicht, sondern hier in der alten Welt versuche ich gerade was zu erschaffen. Zack. Muss das reichen? Na, leider nicht ganz. So. Und so. Und zack. Ich muss mich ein paar. Ich weiß nicht, ob ich den Stein brauche. Ich glaube nicht. Ich muss mal gleich schauen, ob ich den Stein brauche. Und zwar versuche ich gerade den nächsten Drachen herbeizurufen. Das habe ich euch in der letzten Folge schon gesagt. Und zwar mache ich den Baron de Schieren. Und zwar habe ich die 3 schon. Hier fehlt noch einiges. Ich bin schon mega weit. Also schaffe ich das eigentlich ganz gut. Ich wollte es eigentlich gar nicht da drauf, weil ich gleich nachher nochmal. Und zwar hier züchten hier. Ich habe nämlich den Drachen, konnte ich platzieren und habe ihn auf Stufe 2 gebracht. Tut mir leid, dass es nicht in eine Aufnahme gekommen ist. Es ist einfach, war halt zu falschen Zeitpunkt gekommen. Bevor wir dann gleich schauen, was für ein Drache rauskommt, machen wir als allererstes, Leute, hier, der Taucherlungendrache brüte ich gerade aus, der braucht noch 14 Stunden. Und hier habe ich den Drahtodrachen. Ich habe ihn bekommen, Freunde, ich habe ihn erhalten. So wie der davor, der Drache, der Drarek-Drache. Nee, ich habe Gott sei Dank hier Platz, und zwar hier bei einem Elektro-Lebensraum. Jetzt habe ich jetzt nicht nur das, ich habe 190 Einträge in mein Drachenbuch. Wir schauen uns gleich vernünftig an und in Ruhe. Schauen uns auch an Legenden von Deus. Guck mal hier, da. Man kann 5 erhalten. Ich habe 2 von 5. Und dann kriege ich so einen coolen Drachen. Wäre mega cool. Und 30 Edelsteine. Das wäre richtig cool. Hier ist er. Ich nenne ihn aber nicht Happy. Ich nenne ihn. Drago.
Drago finde ich doch ganz guter Name. Und zwar hat er hier mit sehr vielen Früchten. Der füttert sich mit Früchten ganz schön voll. Und eine Nachricht vom Dragon City. Ach ja, stimmt ja. Oh nein. Hier, die nächste Stufe können wir uns angucken. Ja. Also, er ist eigentlich ganz okay. Wie weit führe ich ihn eigentlich immer noch? Ach komm, weißt du was? Ach, ups, das war schon zu viel. Ich wollte eigentlich nicht so viel Futter jetzt ein. Nein, das dieses Züchten da mache ich leider nicht, sondern das hier in der alten Welt. Und dann wollen wir mal schauen, welcher Drache rauskommt. Ich bin sehr gespannt mit den Drachen. Jetzt weiß ich, mit welchen Drachen ich gezüchtet habe und kann jetzt die anderen Drachen damit züchten. Das werdet ihr leider jetzt nicht sehen, welcher Drache rauskommt. Das packt irgendwie ein kleines bisschen. Jetzt kann ich einen anderen Drachen züchten. Nö, den mache ich nicht. Ich nehme den hier. Hier dauert das 8 Stunden. Sie sieht schon ziemlich cool aus, ne? Ich finde es echt... Nein, ich möchte es gerne zurück. Ich möchte jetzt gerne zurück, Mann. Das regt mich immer auf, ey. Ja, das mit den Aufnehmen ist ein bisschen schwer. Ich versuche halt das Beste. Ich nenne einfach Drato, Drache und Schrägstrich neue Zuchtereignisse oder irgendwie sowas. Jetzt bin ich echt mal gespannt, welcher Drache da jetzt ist. Ach, schade, das ist der Alfin-Drache. Schade. War leider nichts, kein Problem, das passiert halt mal. Und hier nicht nur das, sondern bei den Turnieren ist nämlich was da. Und zwar können wir den LWD Nemesis Pokal machen. Den starten dazu brauche ich den Ratu-Drachen. Ich habe ihn auf 12 gemacht. Natürlich nehme ich hier den mein Zerberi-Drache. Er ist wirklich richtig cool, finde ich. Mal sehen, was für Attacken und welche Schwächen er hat. Ich weiß absolut keinen, was er nicht, was der... Okay, das war schon mal ganz miserabel. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass er mich mit einem Schlag besiegt. Und das ist auch nicht ganz so gut. Ach, Noah, ey. Du gibst wirklich dein Bestes, ne? Ich nehme mal Elektroangriff und auf. Na, stammt da Mist. Es hat keine Wirkung. Das ist gerade gar nicht so gut. Ja, aber keine Sorge, Freunde. Ich habe hier meinen Rexilein. Der schafft doch locker hier alle. Das muss er doch mit Einschlag, mit jedem Einschlag schaffen. Das ist doch kein. Nicht so schwer, oder? Astro-Schlag möchte ich gerne mal ausführen. Ups, da hat es ein bisschen sich aufgefangen. Das ist leider nicht so ganz gut. Noch ein Drache und ein Orangendrachen. Oder irgendwie sowas, wie der heißt. Ich nenne jetzt ab jetzt immer die Folgen so, weil ich finde es irgendwie so viel besser. Es klingt viel schöner. Kann ich in 2 Stunden wieder aus. Das hier habe ich ja weitergemacht. Ich brauche hier den reinen Drachen auf Stufe 27. Leute, ich habe ihn auf Stufe 25 gebracht und fast schon auf Level Stufe 26. Das ist gar nicht mal so schlecht. Den schaffen wir locker. Und jetzt hier zu die Videospielinsel. Denn da habe ich auch einiges geschafft und wir können einen Schritt weiter gehen. Hui! Und zwar bin ich hier jetzt bei einem Blaublitzdrachen hier. Ich könnte den echt Sonic nehmen, wenn ich den kriege. Ich kriege ihn auf jeden Fall. Den könnte ich dann Sonic nennen. Finde ich ganz toller Name. Ja, die Insel finde ich verdammt gut. Auch hier die ganze Gestaltung hier. Hier ist sogar ungefähr... Ist das Donkey Kong? War das... Ey, das sieht mega geil aus, ne? Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr diese Videospielinsel findet. Die geht nur noch 13 Tage. Mal gar nicht mal so lange her und noch gar nicht so lange noch. Also,
habe ich noch ein bisschen Zeit, so viele Drachen mir zu holen, wie ich kann. Ich hoffe, für euch das Video hat euch gefallen. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Video hochlade. Ich muss mal schauen. Vielleicht kommen irgendwelche tollen Drachen morgen, weiß ich nicht. Den Taucherlungendrachen weiß ich nicht ganz genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt unbedingt in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ideen und wie nach innen könnt ihr auch alles in die Kommentare reinschreiben. Das würde mir auch helfen und euch auch. Dann wird das Let's Play, könnte ich das verbessern, einige Sachen. Und dann wird es auch für euch interessanter und viel schöner, euch das anzusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns, das nächste Mal schauen wir wieder bei der Videospielinsel vorbei, was sich alles da getan hat. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.